Willkommen zum letzten Zwischenruf im Jahr 2021. Es ist jetzt bald Zeit, dass wir dieses Jahr in die Hände Gottes zurückgeben. Für viele ein schwieriges, herausforderndes Jahr. Aber natürlich geht es auch eine Woche nach Weihnachten weiterhin um die Geburt Jesu. Die Weihnachtsgeschichten sind keine Erzählung von einem Kindergeburtstag. Gefeiert wird das erstaunliche Lebenswerk eines mutigen Bauarbeiters, der sich verausgabte, was er Reich oder besser gesagt Weltherrschaft Gottes nannte. Endlich sollte auch auf Erden wahr werden, was sich in der himmlischen Welt definitiv schon durchgesetzt hatte. Die Liebe Gottes, die nichts als gut ist und gut tut. Dafür warb Jesus mit seinem Leben und Sterben. Dafür wurde er in seiner Auserweckung feierlich beglaubigt. Und davon erzählen die biblischen Kindheitsgeschichten. Und genau deshalb wird Jesu Geburtstag gefeiert. Was er zu leben wagte, ist seitdem überall möglich. Der Mut zum Dasein füreinander, das Abenteuer gelebter Vergebung, das Risiko der Feindesliebe. Wer bei dieser Geburtstagsparty mitmacht, muss wissen, worauf er sich einlässt. Es gehört zu den Gerüchten der Moderne, dass wir längst schon wüssten, was der Mensch ist und wozu wir fähig sind. Aber spätestens seit Auschwitz wissen wir, warum so realistisch schon in den Kindheitsgeschichten Jesu vom Kindermord von Augustus und Herodes die Rede ist. Just im Jahr der Machtergreifung der Nazis 1933 schrieb der berühmte Theologe Romano Guardini: Nur Gott bringt es fertig, meine Menschlichkeit zu verwirklichen. Wirklich Mensch zu sein, ist nichts Natürliches, kein selbstverständlich gegebener Ausgangspunkt. Und Guardini fährt fort: Für bloße Menschenkraft ist es unmöglich. Genau diese Zumutung ist der Grund für die weihnachtliche Geburtstagsfreude. In und dank Jesus, dem Christus, ist Gottes Menschenfreundlichkeit in der Welt und auch die Gottfreundlichkeit des Menschen, der Mut zum Menschwerden. Wenige Stunden fehlen bis zum Jahreswechsel. Legen wir dieses Jahr zurück in Gottes Hände, bitten wir um den Segen für das Kommende und für das Herausfordernde, was wir zu bestehen haben. Ihnen allen ein gutes und gesegnetes neues Jahr 2022. Und in diesem Jahr zum letzten Mal. Ausschluss. Amen.